Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge P2P's Infinity Evolved Skyblock Expert Mode. Ich habe in der Zwischenzeit gestreamt und dazu möchte ich euch auch zuallererst ein paar Fragen stellen. Und zwar, habt ihr die Stream-Ankündigung mitbekommen? Also das ist jetzt hoffentlich eine Abstimmung, wenn ich es nicht vergessen habe. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal folgende Frage in den Kommentaren beantworten. Aktuell mache ich es nämlich so, dass ich immer jederzeit, wenn ich streame, warum laggt das so? Werden wir so langsam laggy hier oben? Ich habe das Gefühl, dass es so langsam echt ziemlich hart zu laggen beginnt, was traurig ist. Was ich nämlich aktuell mache, ist, dass ich halt immer eine Folge hochlade, so nicht eine Folge, sondern so eine kurze Ankündigung quasi, wenn ich gerade in diesem Moment live gehe, weil es für mich quasi unmöglich ist, eine Woche im Voraus zu sagen, wann ich live sein werde. Was ich aber durchaus machen könnte, ist noch ein zweites Video zusätzlich ein paar Stunden früher hochladen, wo ich dann sage, ja, heute Abend streame ich. Soll ich das machen oder ist das dann irgendwann zu viel Abo-Box-Spam? Ich habe absolut keine Ahnung, was der richtige Weg ist. Ihr könnt mir aber gerne ein paar Sachen dazu in die Kommentare schreiben. Und jetzt zum eigentlichen Inhalt. Denn so viel Inhaltliches habe ich im Stream tatsächlich absichtlich eigentlich nicht gemacht, damit wir uns natürlich, also mit dem reinen Fortschritt des Modpacks, in den Folgen beschaffen. Das möchte ich eigentlich mehr oder weniger auch immer so machen. Außer bei fast reinen Stream-Projekten wie Sky Factory, da ist das genau andersrum. Was das hier ist, ich bin mir gar nicht sicher, das habe ich doch in der letzten Folge schon gebaut. Ja, das habe ich nur fertig gebaut. Das ist dieses Automatic Siffing, ne? Das kennt ihr schon, dass hier automatisch das ganze Zeug durchgejagt wird, sowohl für die Dust als auch für die Krell-Produktion, als auch eine neuartige Sandproduktion, die nichts anderes macht, als die ganze Zeit Sand nachzuproduzieren. Dieser ganze Trakt, also von hier bis hier rüber, ich weiß nicht, warum es so hart laggt. Seriously. Also ich habe das Gefühl, dass der Server so langsam mir es übel nimmt, dass ich so hart viele Sachen hier draufstehen habe. Jetzt haben wir immerhin mal 30 FPS. GG. Wollt ihr vielleicht, soll ich in Zukunft mit meinem Handy abfilmen und ihr bekommt eine volle Aufnahme von meinem Gesicht? Nein? Okay. Dann zurück zum eigentlichen Thema. Das Ding habe ich also gebaut. Das Lustige ist, dieser ganze Trakt hier braucht letztlich ziemlich genau eine Ultimate Solar Cell. Also das, was wir jetzt über 100 Folgen mal hergestellt bekommen haben, das erste Mal, und das Wissen dafür gewonnen haben, wie man das richtig baut. Das ganze Ding da hinten braucht eins. Aber, und jetzt kommt quasi der coole Part, oder hoffentlich der coole Part, bitte, bitte sag mir jetzt nicht, dass es sich aufgehängt hat. Es hat sich aufgehängt. Fuck that, Alter. Oh, es hat sich sogar richtig hässlich in der Hälfte aufgehängt. Jetzt sag mir mal, Peter, warum? Also eigentlich wollte ich euch jetzt demonstrieren, dass ich eine neue Ultimate Solar Cell habe und dass das deswegen alles gar kein Problem ist. Wird wohl nix. Bei der Sandproduktion ist irgendwas schiefgelaufen, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich, weil einfach immer jeder den Sand haben möchte. Ja, ich mache immer noch zu wenig Sand übrigens. Glas wird jetzt immerhin ein bisschen nachproduziert, aber ja, da hat sich jemand ein bisschen verrechnet und ein bisschen aufgehängt. Das ist schade, weil dann kann ich jetzt nicht cool sagen, ja, aber Leute, das ist absolut kein Problem, wir haben das drauf. Was habe ich hier gecraftet? 64 km. Ach, die können sich inferiert haben. Ja, das kann vorkommen. Ja, wenn man zwei so Babu-Rezepte gleichzeitig laufen lässt, das könnte schief gehen. Kann ich zwei davon herstellen? Bitte was? Ich habe mittlerweile so viele Ressourcen, dass ich zwei Kohle zu wenig habe, um zwei Ultimate Solarpanel herzustellen. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Was habe ich bitte für Ressourcen? 250.000 Redstone, 180.000 Electrotine. Aber es haben zwei Kohle gefehlt, ne? Wir hatten in der letzten Folge, hatten wir 5.000 Kohle. Wir haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit 100.000 Kohle gemacht. Ich verstehe. Ja, das heißt aber, in der Zwischenzeit, während ich jetzt hier gerade kurz diese... Ups, das wollte ich nicht auf Cancel drücken. Wenn ich jetzt gerade diese Gedankenpause gemacht habe, müsste ich eigentlich die zwei Kohle... Das ist jetzt ein 16. Ja, okay, da passiert noch irgendwas im Hintergrund. Alter, ist das abnormal. Also das ist halt wirklich ziemlich, ziemlich abgefahren, dass das möglich ist. Hä, was mangelt es denn jetzt? Hallo, ich habe doch alles... Ja, ich habe das Gefühl, dass ich echt dieses System, dieses ME-System so ein bisschen kaputt mache. Und das ist auch so ein bisschen ein Problem, weil ich nicht weiß, wie man es besser macht. Also irgendwie, ne, irgendwie ist es immer ausgelastet und mag mich nicht und
Manchmal hängt es sich auch irgendwie komplett auf und ich bin mir nicht sicher, mit was das alles zusammenhängt. Jetzt hast du es mal gefressen, ne? Ja, jetzt wird das eine Ultimate Panel hergestellt. Ich meine, da können ja auch immer quasi die Sachen, die schon gestored worden hier sind, ne, können einfach weiterverwendet werden. Also ich habe gerade 4 Ultimate Panel, Advanced Panel so einfach rumliegen. Aber ich will jetzt halt die Ultimate. Alles klar, der Teil der Folge, also zu den Ultimate Panel. Jetzt seid ihr aber fast wieder aktuell. Das Einzige, was ich da noch im Stream gebaut habe, ist diese kleine Fraktion hier hinten. Das ist einmal ein automatisierter Extractor. Den brauche ich für Clay. Und dann habe ich halt einen Schritt weiter gedacht und habe Fluid Transposing automatisiert. Das ist kein harter Job. Einfach die eine Sache kommt hier rein, zum Beispiel Redstone, wird dann flüssig gemacht, wird hochgeliefert und mit etwas anderem kombiniert. Dieses andere Ding kann dann zum Beispiel, ich glaube hier kann man es sogar, sehen. Genau, sind dann solche Sachen wie dieses hier. Zum Beispiel kann man da drüber Blends herstellen und so ein Kram. Der Witz daran ist der Grund, weswegen ich das gemacht habe. Und dieser Grund heißt Peter und wohnt in Stock 7. Nee, dieser Grund sind die Kabel. Und zwar bin ich ja aktuell so weit, dass ich ein einziges Ultimate Panel wirklich verwenden kann. Das ist dieses hier. Und dieses Ultimate Panel, das steht direkt auf einem Port und wird dann über die Peer-to-Peer-Tunnels des E-System geliefert. Das ist schön und gut, funktioniert aber nur mit einem Ultimate Panel. Das heißt, ich brauche eine Möglichkeit, den Strom eines Ultimate Panels, was 32.000 RF pro Tick sind, transportieren zu können. Diese I.O.-Geschichten hier können nur 4.000. Das ist ein bisschen weniger als 32.000. Was ich also gemacht habe, ist, dass ich mir angeguckt habe, welches Kabel kann 32.000 RF. Und tatsächlich gibt es eins, das das kann. Und das sind, diese guten Freunde hier, 32.000 RF pro Tick können die transportieren und damit genau oder fast genau das, was ein Solarpanel auch produzieren kann. Lustigerweise das längste, also was die nächste Stufe wäre dann das, was ihr auch immer in den Folgen schreibt, die Crew Destabilized Flux Ducts, die überhaupt nicht teuer sind. Ja, es geht. Also man muss halt Resonant Flux Ducts nehmen und Ethereal Glass drauf, was halt blöderweise Unstable Ingots benötigt, was aber in diesem Modpack tatsächlich trotz allem möglich ist. Wahrscheinlich machen wir ein Autocrafting über Semi-Stable Nuggets, also da bin ich irgendwie halb so böse. Aber dann könnten wir tatsächlich auch die herstellen und mit denen dann weiterarbeiten, denn bis auf diesen einen Unstable Ingot, der, wenn man unendlich Ressourcen hat, überhaupt kein Problem ist, könnten wir auch von unseren Ressourcen her jederzeit jede einzelne Verbindung, die wir haben, schon durch Cryo-Stabilized Flux Ducts austauschen. Alles klar, damit haben wir wieder ein Kapitel abgeschlossen. Ich habe jetzt gerade die To-Do-Liste nicht da, sonst würde ich das kurz abhaken. Das dazu, also ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge, ich werde mal hin und wieder ein bisschen auf den Server hier vorbeischauen, dann das auch endlich bauen können, weil ich würde gerne noch 4 weitere Ultimate Cells hier irgendwie rumstehen haben. Bis dahin machen wir aber eine andere Sache und dafür muss ich mal ganz schnell hier eine Chest nehmen und ich brauche vielleicht ein bisschen von diesem hässlichen Dust. Und dann brauche ich noch einen Item Conduit. Das sind diese Freunde hier. Und dann brauche ich einen Molecular Assembler. Das sind diese Kollegen hier und etwas hiervon. Danke. Denn mein Problem, was sich jetzt aktuell in meinem ME-System ergibt und was ein echtes Problem ist, ist, dass ich ja diese ganzen Beiprodukte bekomme. Wie zum Beispiel Crushed Iron. 615.000 Crushed Iron oder Crushed Copper und so weiter. Und auch die Dust-Form dementsprechend, weil ich ja alle Arten quasi gleichzeitig habe. Ich habe Crushed, ich habe Powdered und ich habe Chunks, also in neueren Minecraft heißen die Chunks. Hier sind es einfach nur Broken Ores. Die müssen alle weiterverwendet werden. Und ich habe mir dann überlegt, wie machst du das am besten? Weil die Möglichkeit A wäre, dass man es durch eine Prozedur durchlaufen lässt und in solchen Controllern, in Drawern speichert. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte es auf Festplatten liegen haben, weil da haben wir aktuell... Ach, apropos Festplatten. Habe ich nicht eventuell... Ja, genau, ich habe mir 100. Ah ja, ich habe 164K Festplatten herstellen lassen. Eventuell hat sich das dann auch deswegen aufgehängt, weil ich einfach ich wollte das hier noch alles schnell voll machen. Ist das überhaupt alles angeschlossen? Ja, ist es. Okay, Glück gehabt. Ja, das wollte ich noch schnell machen. Ja gut, jetzt machen wir aber erst kurz unser Experiment. Das heißt, ich möchte eigentlich so einen Auto-Export haben. Ich möchte, dass es immer und jederzeit weiter
Das Ding braucht Strom, oder? Ja, ich glaube fast, dass das Ding Strom braucht. Das Ding braucht Strom. Wir machen kurzen Zeitraffer, ich lege da Festplatten rein, wir sehen uns gleich wieder. Alles klar, jetzt sieht es hier doch eigentlich schon ein bisschen netter aus. Also bis auf die Tatsache, dass ich echt inzwischen harte FPS-Probleme habe. Das sind jetzt alles 64K-Platten, also die höchsten, die man ohne extra Add-on, wie jetzt hier zum Beispiel Extra Cells, was wir hier drin haben, bekommen kann. Man sieht übrigens auch, dass die Extra Cells immer weiter volllaufen. Also irgendwann wird das mal implodieren und dann wird wahrscheinlich der ganze Serverschrank instant voll gehen. Irgendwie so etwas könnte passieren. Ansonsten haben wir jetzt aber immerhin genug Speicherplatz für all das, was wir hier gerade... Mein Handy hat gerade vibriert, alles klar. Jetzt aber back to topic. Ich muss irgendwie dieses Zeug hochcraften und dann andersweitig weiterverwenden. Eine Idee, die ich hatte, ist das über Molecular Assembler zu machen. Weil Molecular Assembler kann man ja nicht nur für Autocrafting nutzen. Man muss ernsthaft da ein Rezept reinlegen, wenn man das anders machen möchte. Das wusste ich gar nicht. Molecular Assembler kann man ja nicht nur über Autocrafting benutzen, sondern man kann es auch nutzen, um sich selbst Crafting herzustellen und das dann sogar ziemlich schnell. Denn was ich jetzt zum Beispiel hier gerade mache, ist, dass ich ihm ermögliche oder das Wissen gebe, wie man dieses Zeug hier klein craftet. Außerdem kann ich das Ding natürlich beschleunigen. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass wenn ich jetzt hier eine In-Out mache, Insert Always Active, das war glaube ich falsch, Extract Always Active, okay, ist richtig, und hier ein Insert und Extract natürlich auch, also In-Out, Always Active, dass er jetzt schon klug genug ist. Ja, das sieht ziemlich gut aus, oder? Also die einzige Limitierung, die wir hier gerade haben, ist die, dass mein Conduit halt zu langsam ist. Also er hat keinen Speicher in dem Sinne. Und der Conduit muss es halt immer wieder erkennen. Aber wenn man das jetzt so mit Export- und Input-Bussen bauen würde, dann wäre das eine Möglichkeit, sehr schnell alle Arten von kleinem Zeug, und zugegebenermaßen habe ich halt echt sehr viel Arten von kleinem Zeug, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das kann man glaube ich auch zusammen craften, oder? Gibt es da nicht Blöcke extra? Ja, siehst du, Zertus-Quatsch-Blöcke, aber da verliert man glaube ich die Eigenschaft des Charged-Seins, wenn man es zusammen craftet, oder? Ja, genau, das geht nur mit den normalen. Nee, aber zum Beispiel hier die ganzen Ores und alles. Locker 20 verschiedene Arten. Und ich könnte eigentlich für alle einfach einen Molecular Assembler irgendwo in die Welt stellen und das dann über In-Export regeln. Noch cooler wäre es natürlich, wenn das ganze Zeug dann einfach direkt in einen Alloy-Smelter gelegt würde oder sowas. Das könnte ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Und letztlich wäre das genau dasselbe Prinzip. Alles klar, würde ich mal sagen. Das heißt, ich habe jetzt eine kleine Aufgabe vor mir. Zumindest mit Teil davon möchte ich in dieser Folge auf jeden Fall noch bauen. Denn wenn man hier mal hier reinguckt, dann seht ihr, dass die Geschwindigkeit, in der wir neues Ohr bekommen, kleiner ist als die, wie ein Molecular Assembler arbeitet. Das heißt, das konvergiert gegen Null, sprich, ich kriege mein ganzes Zeug verarbeitet. In der Theorie. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, das ist jetzt eine traurige Erkenntnis, könnte man sagen. Das funktioniert nicht mal im Ansatz, so wie ich mir das vorgestellt habe. Mein Urgedanke von Applied Energistics 2 in einem hochgradigen Automatisierungsaspekt, nennen wir es so, wie diesem hier, also wo wirklich alles komplett autonom von der Erzproduktion bis zur Herstellung von so
Ist ein Ultimate-Item? Ne, ist wahrscheinlich nicht Endgame. Gut, so Early-Game-Elementen wie in einem Ultimate, also normalerweise ist das schon ein absolutes Endgame-Item, wenn man nicht im Expert-Mode spielt. Bis zur Herstellung von sowas sollte eigentlich alles nach dem Gedankengang von Applied Energistics voneinander entkoppelt, modular funktionieren. Das heißt, genau das eigentlich, was ich die ganze Zeit hier mache. Das fängt dann auch so an, dass zum Beispiel hier in der Mitte modular Sand hergestellt wird, der dann 2 Meter daneben modular gebraucht wird. Aber ich mach's nicht hier, sondern ich mach's da drüben, weil dann es im E-System sich darüber entscheiden kann, ob es den Sand gerade hierher nimmt oder ob es gerade hier drüben irgendwie zu viel Sand da hat und es deswegen hierhin nimmt. Diese Modularisierung ist letztlich genau dasselbe, was aktuell überall im Internet auch passiert. Stichwort Microservices, egal welche Plattform, Facebook, Twitter, was weiß ich, YouTube, das sind alles quasi, oder die Idee ist, dass man alles so umbaut, dass quasi wenn von einem etwas fehlt, zum Beispiel zu wenig Sand, baue ich eben ein neues Modul, einen neuen Microservice dahin, der Sand produziert. Und das alles hat einen einzigen Nachteil, aber mit dem kommt man eigentlich meistens klar. Und dieser Nachteil heißt Overhead. Overhead bedeutet die Organisationsarbeit, die für jeden einzelnen Schritt, wenn er modular gehandelt ist, noch zusätzlich notwendig ist. Wem mir jetzt bisher nicht folgen konnte, nochmal auf Deutsch. Es wird durch diese Umherschieberei über Applied Energistics, die ich gerade hier mache, ein gewisser Energieaufwand notwendig. Und dieser Energieaufwand ist mittlerweile so groß geworden, dass mein System sich selbst nicht mehr verwaltet bekommt. Jetzt könnte man sagen, ach ja, mach einfach mehr Zellen. Okay, dann schauen wir mal die Zellen an. Ihr seht das. Hier ist genug Strom dahinter. Dann nehmen wir die nächste Zelle und ihr seht, das braucht noch mehr Strom, als ich ihm aktuell liefern kann. Und die Zelle hier unten als Carrier kommt auch gerade mal damit zurecht mit dem Ding da unten. Das heißt, allein meine ganzen Crafting-Vorgänge aktuell sind so aufwendig, dass der Strom hier schon wieder nicht reicht. Dazu kommt die Tatsache, dass ich auch im Stream zum Beispiel jetzt mehrfach den Effekt hatte, dass ein Vorgang hier sich komplett aufgehängt hätte, obwohl ich eigentlich genug Strom hatte. Und mein Verdacht ist einfach, man sieht es auch gerade hier wieder, das sieht dann genauso aus wie hier, weil das System nicht mehr damit klarkommt, weil es diese ganzen Operationen nicht mehr schlucken kann, während das hier hinten im selben System, vom selben Ding noch versucht, eine Ultimate Solar Cell herzustellen, die dann übrigens die Rettung wäre, weil die würde dann immerhin mal stromtechnisch aussorgen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seht jetzt, dass der zum Beispiel wieder Energie bekommt. Ja? Der ist jetzt wieder drüber hinweg. Wenn wir jetzt allerdings die Items hier aufsammeln, könnte es trotzdem noch passieren, dass neues Zeug rauspoppt. Lange Rede, kurzer Sinn, wie löst man ein solches Problem? Eigentlich gibt es 2 Lösungen. Entweder jemand von euch kennt sich jetzt so gut damit aus, dass er sagt, ja, Applied Energistics Systeme haben das manchmal. Das kannst du lösen durch. Oder allerdings, das ist meine Theorie, aber ich habe ja auch keine Ahnung, dass das gar nicht funktionieren kann, was ich da eigentlich gerade vorhabe, weil ich dem System gerade zumute, mit Hunderttausenden von Zwischenprodukten klarzukommen. Denn was ich jetzt hier hinten gebaut habe, das Ding hier, das ist zwar schön und gut, das craftet mir gerade auch wirklich sehr, sehr schön und sehr schnell das Zeug runter, aber es wird trotz allem noch zentral verwaltet. Und das obwohl, man sieht übrigens, dass es jetzt gegen 0 konvergiert, also es funktioniert tatsächlich. Und das obwohl es gar nicht zentral verwaltet werden müsste. Weil, was ich nämlich auch bauen könnte oder umbauen könnte, wäre die gesamte Produktion mit solchen Dingern, mit dem Sand, vom Grundstein, Cobblestone, mit einer eigenen Cobblestone-Fabrikation. All diese Dinge vollständig entkoppelt vom System. Das System sieht nur das Endprodukt. Die Performance wäre nahezu dieselbe, aber der Verwaltungsaufwand, der Overhead, wäre quasi null. Ja, und das ist jetzt eine schwere Entscheidung, die zu treffen ist. Und etwas, was man definitiv in einem Livestream umbauen müsste, weil ich Teile meiner Architektur quasi einfach so lasse, aber das Ding da hinten braucht dann halt nicht nur den Platz, sondern letztlich die gesamte Plattform hier. Warum? Weil es dann eine große Maschinenstraße ist, so ähnlich wie das, was wir mal damals da unten hatten. Natürlich 100.000 Mal effizienter, aber so ähnlich. Das wäre die Alternative
Und allein wenn ich mir diese Lags angucke und mir angucke, dass dieses System einfach nie hinterherkommt, der immer überlastet ist, habe ich sogar fast das Gefühl, dass das die bessere Alternative sein könnte. So viel dazu. Jetzt seid ihr dran. Das war jetzt so ein bisschen die Erklärung dazu. Ich hätte nicht gedacht, dass ursprünglich mein Projekt FDBs Infinity Evolved Skyblock Expert Mode mal sich dahin entwickelt, dass ich eigentlich nicht nur hier quasi das Minecraft-Wissen das Problem ist, sondern tatsächlich so Basic-Informatik-Sachen wie Teile und Herrsche auf einmal in einem Minecraft-Let's Play wieder findest. Also ich hoffe, dass das in irgendeiner Form auch spannend ist, wenn ihr quasi selbst solche Dinge schon mal gebaut habt. Und ja, ich versuche da dran zu bleiben, hoffe, dass wir eine coole Lösung dafür finden. Und ja, ansonsten sage ich erstmal Dankeschön fürs Zusehen. Das war FDBs Infinity Evolved Skyblock für heute. Gebt gerne einen Daumen hoch, schreibt mir Lösungsansätze oder auch gerne, wie ich es machen soll. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.